vorne. Pass auf, Leute, es ist so einfach. Das ist jetzt das, was ich erkläre als erstes. Wenn ich nur vorne habe, das schaltet man physisch ab und sagt, das interessiert mich nicht. Und jetzt ist es, wieso ist es? Pi mal R Quadrat gibt die Oberfläche von einem Kreis. Pi ist dann das Verhältnis vom Durchmesser zu. Alles so, pass auf, wenn du das, wenn du die zeigst, alles so kompliziert, pass auf, wenn du, ich mache mal ganz unten hier, pass auf, wir machen einfach mal das hier. Ein Quadrat. Und jetzt könnte ich Folgendes sagen, pass auf, das ist, ich mache mal Oberfläche Kreis und jetzt machen wir A Quadrat. Und wenn wir das jetzt in dieselbe Formel einsetzen, okay, was ist R Quadrat? Radius im Quadrat, haben wir festgestellt, ist das. Okay? Das ist doch ein Radius, Quadrat ist genau eine Ecke. Okay? Und dann ist also Oberfläche, Kreis, ist viermal Radius Quadrat. Seid ihr dabei? Ja. Das ist Radius und das ist Radius Quadrat. Und viermal Radius Quadrat ist die Oberfläche von einem Quadrat. Kreis ist Pi mal R Quadrat und jedes Kind weiß, Pi ist 3,14. Schaut ihr das einmal an. Dieses 3, das zur 4 fällt, sind genau die Ecken. Darum ist es 3,14 im Quadrat, ist immer das Quadrat, wo genau die Ecke fällt. Das macht dieses 3,14 den Unterschied zur 4 aus. Klar. Ist total, jetzt weiß ich, was das, wenn ich das nur stupid auswendig lerne. Hast du das jemals so erklärt bekommen? Verstehst du, wenn ich Oberfläche Quadrat 4 mal Pi Quadrat, das ist Pi Quadrat mal 4. Und da ja Pi jetzt 3,14 ist, das weniger sein muss, schau, wenn wir das reinschreiben, das wenig ist jetzt genau, was die Eckchen ausmachen. Ja. Wie das natürlich interessant zusammenhängt, das ist einmal wichtig, dass ich ein Gefühl kriege, was sagt die Formel. In der Schule lernst du das nur stupid auswendig. Ich habe selbst Mathematiklehrer in Volksschulen, die sagen, du, ich habe selber, ich muss eingestehen, wenn ich ehrlich bin, ich habe das zwar immer meine Schüler gelernt, aber nie so erklärt, obwohl es immer offensichtlich ist. Aber das Pi ja gar nicht. Bitte? Die Kreiszahl Pi. Doch, weil das ist ja beim Kreis, ist ja das genau, was hier fällt. Verstehst du, der eingeschriebene Kreis? Der Kreis ist genau, ist ja drin. Das ist ja, ja hier, schau her, das ist ein Quadrat und viermal Quadrat, aber der Kreis fällt ja was. Ja, okay. Und jetzt ist es, was ich erkläre, dass dieses Pi mal R Quadrat, das Verhältnis, wenn du das jetzt ausrechnest, zwischen, pass auf ein Quadrat bezogen, das Verhältnis von dem Quadrat, zu dem Ding hier. Ja. Wenn du das im Verhältnis setzt, dann kriegst du die Zahl 1,27, das ist genau der absolute Nullpunkt. Das sind diese 273,15, die ist, wo ich sage, absoluter Nullpunkt, 10 Schwangerschaftsmonate, 27, ein genau exakt siderischer Monat, die Umlaufzeit vom Mond, ein siderischer Monat. Dann die, ich habe eine ganze Tabelle, wenn du die Bücher reinschaust, wenn du dich erinnerst, wo ich auf die Zahl eingehe, was übrigens noch wesentlich mehr gibt. Das ist genau das Verhältnis, ich nenne das zwischen einem Eineck und einem Unendlicheck, weil das unendlich viele Punkte hat. Dieser Kreisviertel hat unendlich, darum nenne ich das ein Unendlicheck zu einem Eineck. Das ist eine Ecke, wenn ich in die Richtung schaue, und da kann ich mir jetzt unendlich viele Punkte anfokussieren. Und diese Zahlen sind so verwurzelt mit dem Mond, aber jetzt pass auf, jetzt kommen wir hier zu unserem Mond. Das haben wir jetzt schon einmal. Jetzt wird es natürlich interessant. 11 klingt ja verdammt nach 11. Jetzt machen wir mal, wieso auch immer, denken wir uns, wir teilen diesen Durchmesser in 11 Teile, durch 11 Teile. Dann wirst du feststellen, prozentual, dass der Mond exakt 3 Teile davon ausmacht, dieses Stück. Und das sind 4 Teile plus 3 Teile sind 11 Teile. Wenn wir jetzt hier den Mondquadrat haben, dann haben wir hier ja 4, 3 Teile. Du hast zweimal um genau in der Ecke den Pythagoras sitzen. Wohlgemerkt, ich rede mit einer unendlichen Genauigkeit. Was natürlich jetzt ganz erstaunlich ist, das ist ja nur deshalb, weil vor 4,5 Milliarden Jahren ein Meteor die Erde Zeug rausgespritzt ist und das hat sich genauso verklumpt und genauso angehört. Jetzt ist wichtig, alle Daten und alle Werte, die du in Physikbüchern hast, die habe ich ja aus Physikbüchern. Und jetzt ist diese Physikbücher nie irgendjemand in der Vergangenheit geschrieben, wenn du das in die Hand nimmst, nimm deine Gnade genau in dem Moment, wo du es anschaust, diese Form an. Macht Sinn, ne? Und dass es um was ganz was anderes geht. Und dass jeder, der das jetzt nachplappert, die du dir ausdenkst, doch nur weil du, es ist doch dein Problem, du hast es doch noch nicht gecheckt. Der könnte ich jetzt unendlich wundern mit Zahlen fortführen.
dass die ganze Physik, darum sage ich, es gibt kein, du wirst von mir nie hören, dass in einem Buch was Verkehrtes drin steht, auch nicht in den Physik- und Chemiebüchern. Du darfst nur nicht den Fehler machen, dass das, was zurzeit passiert, egal ob du eine Bibel, einen Koran in die Hand nimmst, ein Physikbuch in die Hand nimmst, dass du anfängst, dir diese Bilder raumzeitlich auszudenken, größenordnungsmäßig um dich herum anzuordnen. Das ist die Falle. Zweites Gebot, mach dir kein Bild von irgendwas da drüben am Himmel. Merkst du, Materialismus glitscht, solange du am zweiten Gebot schon scheiterst? Und das ist nur neugierig machen. Ich betone nochmal, Andreas, das musst du nicht wissen. Ich erkläre dir das nur, dass du immer mehr Demut kriegst vor der Schöpfung, dass dieses Zeig mir die Weisen deiner Welt, das sind alles nur Schwätzer. Und ich betone dann immer und immer wieder, ich beleidige die nicht. Auch unser lieber Volker, den wir uns jetzt denken, wenn ich das sage, der ist ein Gedanke, er beleidigt sich doch selber. Und das sind eigentlich ganz arme Menschen. Weil er leidet unendlich an einer maßlosen Selbstüberschätzung. Das heißt, ihm müsste bewusst werden, dass er in einem Fort permanent hier rumnörgelt. Er kippt ja so weg, manche Sachen sind ganz nett und dann zaut er wieder immer über Geld und Hartz IV. Und ich sage immer wieder, ob er was begriffen hat, er soll seine eigene Traumwelt anschauen, was er für eine Rolle spielt und wie er sich drin fühlt. Was er anderen erzählt, spielt keine Rolle, es interessiert nicht. Er soll Selbstbewusstsein kriegen und wenn das eine Scheißwelt ist, in der er lebt, eine erbärmliche Welt, dann macht er was verkehrt. Das ist Fakt. Und da ist eine absolute Gerechtigkeit. Das heißt, wenn einer jetzt kommt, raumzeitlich gesprungen, und die alte Frau, die hat doch kann was getan, warum muss die so leiden? So, ich habe keine Ahnung, wo die noch, wie man so schön sagt, irgendeinen stinkenden Käse im Keller liegen hat. Weil die würde nicht leiden müssen, glauben ja keiner und nicht zu niemandem. Und jetzt geht es noch einen Schritt weiter, dass Figuren in einem Traum sowieso nicht leiden müssen. Und das ist die Gnade Gottes. Wenn einer leidet, ist es der Träumer, der nicht begreift, dass er sich einfach einen spannenden Film anschaut. Der hat ein Problem. Und wenn ich in der Kino gehe, dann ist was passiert, was eigenartig ist als Zuschauer, dass ich je nach Stimmung und Laune kann ich alle Emotionen und alle Gefühle genießen. Weil sonst wird er keiner Geld für einen Grimmer-Film ausgeben. Was für einen Erfolg hatten die Saw-Serie? Saw 1, 2, 3. Habt ihr schon mal Saw gesehen? Das ist Saw. Das ist so. Der erste war ja interessant, die Kritik hin und her gerissen, weil das so perfide bei was ist, dass man viele sagen, was sind das für Menschen, denen sowas einfällt? Also das ist wirklich Horror vom Feinsten, dass natürlich die erste dann so genial Horror ist, dass viele gesagt haben, das ist schon wieder so genial Horror, dass es genial ist, in dem Denken. Und dann sind natürlich sofort Sequels gekommen, wo dann nur noch diese Schlachtorien ausgekostet wurden. Aber dass du da am Anfang überhaupt nicht weißt, um was es geht. Also eine ganz verworrene Story. Oder nimm mal so diesen Krimi aller Krimi 7. Wenn Brad Pitt die 7 tot sind. Dieser Umkipper am Ende. Rechnet keiner damit. Verstehst du, dieses absolute Umkippen von Moral, was man dich dann immer wieder zeigt mit dem Moralapostel und du bist sehr hin und her gerissen. Oder natürlich mein Unthinkable, was ja der totale Reißer dann war mit dem Foltern mit den Atombomben. Ja. Da musst du dir jetzt ganz einfach eingestehen, wenn du den ohne Udo in irgendeiner Form siehst, wäre dir das alles aufgefallen? Weißt du, diese Fülle, diese Charaktere dann mit der Erklärung, wo ich euch danach gegeben habe, dass man selber sich sagen muss, das Schöne, die FBI-Agentin, wie die dann umkippt, das ist total gegenfoltert, dann plötzlich, wo sie begreift, inwieweit ist es gerechtfertigt, einen zu foltern, wenn ich Millionen retten kann, wie dann die Bombe hochgeht und bloß 58 oder was hier umkommen, 58, dann ist sie plötzlich, jetzt aber leg richtig los, wie es merkt, es gibt Bomben, es können ja Millionen, dann ist plötzlich ein, auf der Waagschale, ein Leben gegen Millionen Leben und dann kommt wieder der nächste, wo der überhaupt nicht reagiert mit den Kindern, dann nochmal ans Nachschub. Und das kippt hin und her und was eigentlich die wirkliche Moral, dieser Satz dann hier, wo er dann sagt, einmal, der Terrorist ist ja ganz lieber, der Folterer ist eigentlich ja ganz lieber, mit was ich da rauschte, was wirklich überhaupt du dir auffallen muss, dass jeder für sich seine heile Welt will und das wieder die eigentliche Schweinerei ist, das Government, die Regierung, wo er dann ja sagt, der entscheidende Satz, ich weiß gar nicht, was sie wollen, das, was der Mann will, ist doch total vernünftig. Ja. Weil er will ja eigentlich nichts, er will kein Geld, er sagt nur, lasst, mischt euch nicht ein, es soll jeder frei sein, zieht es zurück und immer wieder, ich liebe mein Vaterland, ich bin Amerikaner, ich liebe mein Vaterland und die amerikanische Volk, wieso sollen unsere
amerikanischen Brüder im Ausland, für denen ihre Konflikte oder was sterben, die sollen das unter sich ausmachen. Und ich weiß gar nicht, was sie wollen, wo dann dieser Satz kommt. Das ist doch vernünftig, was der Mann eigentlich will. Das heißt, wenn der Präsident es verbreitet, die Mehrheit des amerikanischen Volkes wird da sofort dafür sein, die ganzen Truppen zurückzuziehen und kein Geld mehr auszugeben für den Verteidigungshaushalt und es lieber sinnvoller zu investieren. Und was sagt der Regierungssprecher in dem Film? Und eben weil die Mehrheit der Amerikaner da dafür sein wird, wird es kein Amerikaner von uns erfahren. Das dürfen die nicht erfahren. Das ist der entscheidende Satz, wo alles entlarvt. Und dann kommt immer wieder, weißt du, diese amerikanische Filme, wo es gibt, wo eigentlich immer die eigentliche Regierung die Schweine sind, neben den Hurra-Filmen natürlich, die es auch gibt, zum Ausgleich in der Polarität. Und ich sage, wann in den Umkippen? Es sind Figuren, es ist ein Land in einer Geschichte, das ein Aggressor ist, das ist so unendlich hochgradig schizophren in sich gespalten, das von Freiheit spricht, aber die an den mittelstrecksten Einwanderungsgesetze hat, das also bis zum heutigen Tag den Rassenkonflikt bei weitem nicht überwunden hat, der hier noch zwischen Süden und Osten schwellt, wo es auf der einen Seite, ich rede jetzt nur raumzeitlich, wenn du dir das jetzt anschauen würdest, wo du hier wie überall mit einem der klassische, natürlich auch wieder, wo du gerade bist, Texas, immer zonenmäßig, aber der klassische Amerikaner hat eine Hilfsbereitschaft, die du in Deutschland bei diesen Spießern niemals finden wirst. Da ist Deutschland unheimlich stur und fremdenfeindlich. Du kriegst eine Nachbarschaftsgemeinschaft in kleineren Sachen in Amerika, jetzt nicht in den Hardcore. Das ist ein absoluter Schwachsinn. Es sind auch besser. Es sind so unendlich liebenswerte Menschen teilweise. Ich meine nicht immer die Arab, wenn du schon die dunklen Gesichter siehst. Das ist ja, aber da lies einfach die Bibel, was dann die sind. Die können nichts anderes. Das sind wilde Menschen, wo Bruder gegen Bruder. Diese Zweitschwester Hakas, das kommt ja auch, die sagen ja selber, die Araber kommen ja auch aus dem biblischen Stamm. Und das ist immer, was ich hier, wo ich auf den Koran eingehe, lest einfach euren Koran. Und zwar nicht mit der Verblendetheit eines Koranpriesters, so wenig wie ihr eine Bibel lesen dürft, mit der Verblendetheit eines katholischen Pfarrers oder eines evangelischen, sondern das, was da steht, nehmt ein Wörterbuch in die Hand und übersetzt es selber. Und so weit musst du gar nicht gehen. Ich gehe in einer normalen Standardübersetzung und da fallen dann Sätze, dass hier Allah, der im Koran spricht, nennt sich selber immer wir. Wir haben euch, interessant, der eine Allah nennt sich laufend wir, grammatikalisch keine Frage, ähnlich wie die Elohim, das ja angeblich nur ein Gott ist. Wir haben euch von Mose, und das ist also hier, der höchste Heilige im Koran ist Jesus Christus, soll jetzt zu dir nochmal, falls du es noch nicht gelesen haben solltest, der höchste Heilige im Koran ist Jesus, nicht Mohammed. Mohammed ist der Prophet, der das heilige Buch geschrieben hat, nach ihrem Glauben, aber im Koran selber wird der Mohammed nicht erwähnt, sondern das ist Jesus Christus. Und er sagt jetzt Allah, ich zitiere das jetzt frei, aber das steht wirklich genau drin im Urtext. Wir haben euch durch Mose unsere 10 Gebote gegeben. Warum haltet ihr euch nicht dran? Dann haben wir euch den großen Meister Jesus Christus geschickt und er hat euch in ganz einfachen Worten nochmal gesagt, um was es geht. Warum haltet ihr euch nicht dran? Die Juden haben unsere Gebote. Die Christen haben unsere Gebote. Und jetzt wird es ganz interessant, dann steht drin. Und dann gibt es welche, die glauben zu wissen, was richtig ist, die haben der Koran, die haben unsere Heilige Schrift und keiner hält sich dran. Und dann kommt ein interessanter Satz im Koran. Es ist vollkommen gleichgültig, ob ihr euch beim Beten nach Osten oder nach Westen ausrichtet. Steht im Koran drin. Hier, für das, was du dir ausdenkst. Es wäre viel wichtiger, dass ihr unsere Gebote haltet. Egal die von Moses oder die von Jesus. Und jetzt kommt übrigens, wenn du es nachlesen willst, Sure 2, Vers 91. Bei manchen ist es 92, weil da gibt es zwei. Manche zählen das erste Vorwort, das immer gleiches mit, im Namen Allahs, und manche lassen es das dann weg. Und dann heißt es wörtlich übersetzt, oder nein, besser vertreibt sie. Das kommt dann, und da kann man sehr vielfältig, wenn man das anschaut, aber das ist das Entscheidende, tötet eure Religionen, weil sie euch unfrei machen. Eine ganz klare Ansage, oder? Vor allem in dem Kontext, den ich dir jetzt erzähle. Und da gibt es nichts zu diskutieren, das zeige ich dir im Koran und da wirst du merken, ich habe ja einige Selbstgespräche, wo ich ganze Koranverse auch einmal einfach übertrage aus einem Standard-Koran, da ist überall das Gleiche drin. Wenn du aber keine eigene Meinung hast, das nicht selber studierst,
Das ist es immer, und jetzt sage ich dir, die sind alle wichtig, und jeder, wie deine Sinnesorgane, haben spezielle Sachen, wo rausgestellt wird. Und in allen Religionen gehen wir in den amerikanischen Filmen die christlichen Fanatiker. Ich habe jetzt das schöne Bild in mir aufsteigen, dieser überköstliche Film, Der Mann, der Gott verglaubte. Als Musterbeispiel, dass immer, egal wenn was ist, in aller vorderster Front wird Blasphemie geschrien, oder dann war jetzt eine schöne Reportage über Monty Python, Life of Brian, auf Arte. Oh, habt ihr den gesehen? Ja. Hast du das vor Arte gesehen? Ja. War das nicht köstlich, dass du wirklich wieder sagen musst, ich habe das ja eh auf dem Kicker, dass dieser schmale Spalt, dass hier in keinster Weise Blasphemie betrieben wird. Das heißt, ich als Christus fühle mich in keinster, wenn ich jetzt ironisch das so spreche, in keinster Weise veräppelt oder angeklagt, wenn ich den Film anschaue. Was einen drüber kriegt, sie nehmen alle Kirchen und alle fanatischen Gläubigen. Und das ist dieser schmale Spalt, und die alle angegriffen. Dann das mit dem Bischof hier, mit Lies, das Interview, wo ja, der gar war, nicht mag. Das war ja hinterher noch diese Reportage darüber. Ja, die Reportage. Es wäre schön gewesen, wenn sie den im Original mit Untertiteln ja, gezeigt hätten. Ja, immer. Also wie gesagt, ich kann jetzt immer wieder sagen, was das Entscheidende ist, dass du hier viel Spaß hast, wenn du zwei Versionen hast, nicht nur, ob jetzt du das Englisch mächtig bist, bei uns in Haramain, wenn wir das anschauen, das ist Englisch, und wie gesagt, selbst wenn der Standard, die Untertitel, beides zusammen, ist sehr interessant, wenn du das synchron laufen lässt. Wir können jetzt auch unterschiedliche Übersetzungen machen, weil du hast bei jeder Übersetzung, und ich sage dir, jede ist eine Facette. Wenn ich jetzt immer sage, die ganzen Übersetzungen stimmen nicht, und dann kommen wir welche und sagen, warum übersetzt du dann nicht die Bibel? Nicht, weil ich nicht könnte, sondern weil, wenn du das einmal studierst, die Offenbarung, weil es nicht möglich ist, weil ich ja nur für die ersten zwei Worte schon 400 Seiten brauchen würde. Wenn ich das mit allen Möglichkeiten auffächer, was drinsteckt, wenn ich alle Zahlen, weil ich ja viele Sachen euch noch gar noch nicht gesagt habe, dass du auf die tieferen Ebenen kommst. Das ist unendlich gezippt. Deshalb geht's nicht. Und darum ist das Einzige, dass du es was dich, wenn es anschaust, sehe ich es, und wenn du, wie es funktioniert, wird es bei dir auch passieren, weil es in dir drin ist. Und dann schaust du es eigentlich gar nicht mehr an, was du, wenn ich Bibel lese, überhaupt nicht. Weil es ist, das ist abgehakt. Das ist wieder wie, das ist ein Ding, ein Kaugummi, der ist komplett verinnerlicht. Das ist eine Aufgabe, wo ich abgehakt habe und durchblättert bin. Ohne das jetzt abzuwerten. Das ist im Alltag, ist nur in der Übergangsphase, dass du hier einen Riesenspaß hast an jedem Wort. Und das ist es dann, wenn dein Wortschatz größer wird. Und das ist nicht, dass du dir was merkst, wie gesagt. Das ist immer wieder auch nicht jüdisch lernst. Das reicht schon, die erste Dalet-Öffnung, dass man hier wenn spielen kann. Wenn ich natürlich bei ND existierende Öffnung, wenn ich dann zusätzlich noch weiß, dass das Hin- und Herbewegen heißt, und wie gesagt, dann in einer Tiefe, ich mache ja eh immer bloß so die Standardsätze. Es gibt ja, wenn mit mehreren älteren Hebräisch-Wörterbüchern, wird es noch vielfältiger. Und dass du immer, wenn du jetzt einen Begriff hast und du kannst es nicht gleich auf die Reihe bringen, und darum nehme ich immer so Standardsachen, wie eben das Sehen und die Lunge. Wo einer sagt, was hat Sehen mit Lunge zu tun? Gut, Benim Panim, Gesicht und Inneres, Gesicht, geistig, Gesicht so und Inneres, das geht schon eher. Aber was hat die Lunge zu tun mit dem Sehen? Und dann solche Spiegelungen, Darstellungen, Vorstellungen, das ist jetzt, das Deutsche hat natürlich mit dem, das alles Zufall, weil dir jeder Sprachwissenschaftler, jeder studierte Linguist wird dir erklären, dass die hebräische Sprache nicht das Geringste zu tun hat mit dieser deutschen Sprache, weil die deutsche Sprache stammt ja von den indogermanischen Sprachen, das heißt also Deutsch, Lateinisch, Griechisch, Französisch, das ist der indogermanische Sprachraum, die Wurzel ist praktisch das Sanskrit. Im Griechischen, wenn du zum Beispiel den älteren großen, dicken Langenscheid von 1930 nimmst, der ist noch mit griechischer Etymologie. Und die griechische Etymologie sind bei den griechischen Wörtern, die Sanskritwörter drunter, wo die herstammen. Weil die Griechen, die griechischen Wörter in der Sprachwissenschaft alle aus dem Sanskrit abstammen, weil das die Wurzel der indogermanischen Sprachen ist, hat zu mir mal einer gesagt. Sag ich, das ist ja ganz nett, wenn das die Wurzel ist, aber wieso heißen die dann indogermanische Sprachen? Germanisch ist doch Deutsch. Wieso heißen die nicht hinduistische Sprachen? Oder Hindu-Sanskrit-Sprachen? Ja. Das ist germanisch, ist immer die indogermanischen Sprachen. Und du bist wieder bei German. Und diese vielen Sachen, es ist nicht, es geht nicht um den Nationalsozialismus, wo jetzt hier diese Riesenaltlast, das in einem Schwamminhalt eines Nachkriegsdeutschen. Dass ich immer und immer wieder das erwähne, Leute, das sind Fanatiker in jegliche Form von Fanatik. Ob das christlich-religiöse, ob das neonazische, ob das türkische, rassistische Fanatik ist, ist blind, macht blind. Jeder Fanatiker ist blind in seinem eigenen Wahn. Die Gestaltwerdung von Vielfalt, dass ich ja sogar voll dagegen bin, dass man zum Beispiel Dialekte einstampft. Wenn ich verstanden werden will, dann muss ich
so weit Hochdeutsch oder in Allgemeindeutsch sprechen, dass ich verstanden werden will. Ich würde aber mein Dialekt nie wegmachen. Ich kann ein breiteres Fränkisch auch sprechen, aber ich reduziere das auf Amance. Würde ich jetzt mit Gewalt Hochdeutsch sprechen wollen, dann würde ich nicht mehr autark, würde ich nicht mehr echt klingen. Das Gestellste, wenn einer merkt, dass er mit Gewalt nach Schrift sprechen will, dann ist es nicht mehr echt. Aber ich hoffe, man versteht mich. Das ist einmal das Erste. Du musst fragen. Hä? Ja, du musst fragen. Und das ist also, selbst das ist eine Art von Individualisierung. Das sollst du erleben, deinen Charakter. Und genauso ist es, dass du immer wieder diese typischen, die ganzen Charaktere, das sehr hochinteressant ist, wenn du nur beobachtest, dann wirst du wirklich feststellen, es gibt diesen griechischen, typischen Griechen, die Griechen, wo ich jetzt auch zum Beispiel spontan Figi Leandros, das ist dieses Gesicht ist eine typische Grieche. Wir können jetzt hier in Weißenburg hochfahren, dann gehen wir zum Andreas in die griechische Kneipe, wenn die Chefin da ist. Das ist, siehst du sofort, das ist eine hundertprozentig typische Grieche in dein Gesicht und du kriegst ein Gespür, dass du hier immer wieder den Griechen, den typischen Franzosen, bei den Frauen nicht so leicht zu erkennen, bei den Männern der typische Franzose ist leichter zu sehen wie bei den Frauen. Und, oder der Spanier, die Nördlichen brauchen wir dann gar nicht, die Rotschöpfe, dann die, ich sage immer wieder, die Engländer Rotschöpfe, wenn du hast dann diese, das ist ganz, das arithmetische Mittel, das ist irgendwie drin. Wenn du schaust englische Filme oder wenn du nichts hast, du siehst bei den Frisuren, bei der ganzen Ausgestaltung, jedes Land hat seine Eigenarten, was sich keiner raussucht. Und das ist sehr facettenreich, bis zu ganz typischen Charakterzügen. Und da ist natürlich, dass es das typisch Türkische, das typisch Deutsche oder das Italienische in der Mentalität, das kannst du nicht, wenn du einen rausziehst. Weil ich könnte jetzt sagen, im Ausland, der klassische deutsche Urlauber, das ist so ziemlich jetzt nach meinem Empfinden, wenn ich einmal werde, ein Gut und Schlecht ist so ziemlich das Übelste, was rumläuft, da würde ich das weiterziehen, dass ich sage, ich würde mich schämen, ein Deutscher zu sein. Das ist gerade die Preuß, wo rumlaufen, das ist immer die Masse. Das ist aber nicht das, was hier in dem Hintergrund eigentlich das typisch Deutsche ist. Wenn wir jetzt nämlich in Deutsch ins Anders gehen und du gehst einfach wieder in deine Weltgeschichte, wirst du wirklich mit Entsetzen feststellen müssen, dass von Radio über Flugzeug, über Computer, über Auto, über ist alles deutsche Entwicklungen. Und wenn man dann viele, was man so neben raus macht, jetzt Edison und so weiter, wirst du merken, das sind, wenn du da tief in die Zeitgeschichte reingehst, hat sich da sehr, sehr viel umgedreht. Das sind immer so Abfall. Edison zum Beispiel ist, wenn man sich Edison, Tesla, diese Beziehung einmal genauer reinliest, ist natürlich immer alles, wenn du magst. Edison, der von den Amerikanern so verehrt ist, ist ein unendlich aufgezogener Plagiator gewesen. Der hat am Schluss hat er über 1000 Ingenieure angestellt gehabt, wo er hier arbeiten lassen hat und hat die Patente alle auf sich schreiben lassen, wo die entwickeln haben in seiner Firma. Das ist also hier der Tesla, der gesagt, einer der übelsten Menschen, das ist jetzt der Genie, mal ausnahmsweise kein Deutscher, ein absolut, der hätten ja beide den Nobelpreis kriegen sollen, wo der dann sogar einen Nobelpreis abgelehnt hat, weil er gesagt hat, mit so einem Verbrecher will er überhaupt nicht nebeneinander, der war ja angestellt damit, weil das ein reiner Ausbeuter war, also auch hier Namen alles auf sich schreiben, typisch amerikanisch. Natürlich für die Amerikaner ein Nationalheld. Und das sind immer bei Filmsachen sind so viele Hintergrundgeschichten von Gut und Böse, dass du immer wissen musst, für dich ist jede historische Person, jede Romanfigur hängt davon ab, wie die in dich eingeprägt wurde. In den Schwamminhalt. Was ja nur Erzählungen sind. Zeitgeschichtlich. Das ist bis hin zu KZs. Und da ist natürlich in dem Nachkriegsdeutschland, das ist eine große Hürde, ist es ein riesen Dogma. Diese Schuld, diese erstens einmal unabhängig davon, rein raumzeitlich gesprochen. Es wäre ein Schwachsinn, wenn du die Kinder oder Kindeskinder von irgendwelchen Müttern dafür verantwortlich machst, dass die noch an der Schuld der Eltern leiden müssen. Weil die wirklich nichts dafür können. Wenn dein Großvater dann umbringt, wäre doch ein Schwachsinn, wenn man dich dafür bestraft. Und das ist natürlich im Denken, dass das hier so eingeimpft wird von klein auf und was da keiner merkt, diese unendliche Arschkriecherei den Amerikanern gegenüber. Und es ist, und nochmal, was soll denn ich machen, wenn der Normale sagt, um Himmels Willen nicht demonstrieren. Du schaust dir einen Führerscheinprüfungsbogen an, du hast es zu erkennen. Hast du es bisher erkannt? Oder spielst du das Spiel mit? In dieser falschen Demo dich zum Opferstock führen zu lassen, das ist ja nicht einmal der Fall. Das ist ja, die reißen ja alle riesengroß dir das Mund auf
Und wenn du jetzt auch wieder in einem Film schaust, wirst du feststellen, dass du mal einfach schaust, was gesprochen wird und liest parallel dazu gängige Tageszeitungen, wirst du feststellen, es wird gesprochen, was in der Zeitung steht. Weil was anderes interessiert ja nicht. Das, was in ist, die Gesprächsthemen, werden ausgelöst von der Zeitung und jede Meinungsumfrage, die ja immer wieder dann die Meinungsumfrage. Es ist so unendlich nichtssagend, was einer, der keine Ahnung hat, für eine Meinung hat. Jeder will die Meinung von einem anderen hören. Mich interessiert die Meinung von einem anderen überhaupt nicht. Das manipuliere ich doch bloß. Diese Meinungsumfragen, was meint das Volk, wie würden sie abstimmen, die deutsche Abstimmung, das große Problem der Demokratie, die größte Falle, die es gibt, um einen großen, und jetzt komme ich wieder zu Siedler, zu unserem Simulationsspiel, um einen großen Ding zu überblicken, wirst du feststellen, dass du einen Geist brauchst, der das überblicken kann. Und Wählerstimme, denk dir eine Großfamilie mit Vater und Mutter und 18 Kindern, wir machen mal das so richtig mittelalterlich, und demokratisch geführt, jede Person in dieser Familie hat eine Wählerstimme, die gleich zählt. In der heutigen Zeit. Dann soll ich dir gleich, da kriegst du Playstation und hast allen möglichen Scheißdreck und Handys bis zum, es geht nicht mehr, aber kein Geld zum Fressen zu kaufen und die Miete zu zahlen. Weil da gehen die Gescheiten, die vernünftigen Eltern nämlich unter. Das heißt also hier, dieses Kinder an die Macht, ich habe meine Beispiele für Demokratie schon zigfach geäußert, ich könnte hunderte Beispiele nennen, was übrigens bis auf Platon zurückgeht. Staat, Musterbeispiel für das, dass hier Demokratie von allen Griechen, durch die Bank, alle griechischen Denker, weisen darauf hin, dass Demokratie sofort das zweitschlechteste System nach der Tyrannei ist. Ich frage mich jetzt, wenn wir deutsche Hochschulen haben mit geistreichen Professoren, die Philosophie lernen, fällt Ihnen das nicht auf? Verstehst du, was ich meine? Dass genau diese großen Griechen, die ja angeblich die Erfinder der Demokratie sind, dass hier die großen Denker der Griechen alle ohne Ausnahme darauf hinweisen, dass das ein scheiß System ist. In Pythagoras hat es sogar das Leben gekostet mit seiner pythagoreischen Schule, wenn man Zeitgeschichte studiert. Übrigens dann wieder in der normalen Philosophiegeschichte, jetzt in der Welt, die du dir ausdenkst, die größten Philosophen, allgemein betrachtet, gelten nicht diese griechischen Philosophen, sondern in der modernen Philosophiegeschichte sind die größten Philosophen der Welt Hegel und Kant. Deutsche. Absoluter Idealismus. Was natürlich interessant ist, jetzt sind wir wieder beim Thema. Die Welt, Kant habe ich gesagt, hat hier für die Philosophiegeschichte bewiesen, dass Raum und Zeit außerhalb des menschlichen Bewusstseins nicht existieren können. Jetzt müsste ich dann wieder sagen, wenn das gelehrt wird an Hochschulen, das genau so gelehrt wird, wie kann das dann überhaupt noch sein, dass da außen eine materialistische Welt ist? Und dann dieses Gesetz, wir setzen auf Wachstum, wir setzen auf, es ist, ich muss sagen, wie viel Scheißdreck muss ich euch überhaupt noch einspielen, bis ihr ganz einfach sagt, das kann da überhaupt nicht wahr sein. Verstehst du noch mehr? Drei Autos im Jahr kaufen, 10 Autos kaufen, dass man Arbeitsplätze kriegt, wenn die mal sagen, es funktioniert nur so. Also da muss ich sagen, das ist sowas für unendlich geistlos, selbst wenn du materiell denkst, weil hier die Produktionsmenge, wenn du jetzt normal machst in einem System, das ist ja immer der vernünftige Mensch, dass das überhaupt nichts, dieser unendliche Schwachsinn, der hier mittlerweile versützt wird. Pass auf, ich drück's mal anders aus. Wir gehen mal davon aus, jetzt ganz einfach, wir nehmen in Deutschland und wir sagen jetzt, es müssen nur noch die Leute arbeiten, die an lebenswichtigen Sachen tätig sind. Das heißt, die Bauern, die Metzger, die Bäcker, die Bauern machen Getreide, die Metzger Brot, die Müller, dann können wir noch sagen, was müssen nur ganzen Gemüseverkäufer, was wir zum Essen brauchen. Alle, die mit Essen tun haben, müssen arbeiten. Die sind wichtig. Müllabfuhr ist auch wichtig. Dann sagen wir auch noch in einem gewissen Maß die Maurer, die Wohnraum permanent erneuern, die müssen arbeiten. Dann die Lastwagenfahrer, die die Waren hin und her bringen. Wenn wir jetzt das, was Leben im klassischen Sinn ist, als Grundausstattung, wenn die alle arbeiten, dann ist ja alles da, was wichtig ist. Ich will jetzt das mich nicht in Zahlen festlegen, wenn wir da jetzt aber Statistik fassen, sage ich dir gleich, dass du von der deutschen Bevölkerung ungefähr 40% wegstreuen kannst, die nichts mehr tun müssten, die einfach genauso da sein könnten, Werbeindustrie, ganzen Buchführungen, Werbung, all das Zeug, die sind vollkommen unnötig, das heißt vor allem dann hier Finanzbereich, Politiker, wenn die jetzt nichts tun würden, von heute auf morgen, wäre deswegen kein bisschen weniger Essen und Wohnraum, oder es wird an nichts mangeln.
Das ist eine Theorie. Wir können eine andere Theorie feststellen, dass wir heute, von heute auf morgen komplett ohne Geld leben könnte, wenn jeder einfach das macht, was er bis jetzt gemacht hat. Wenn du ganz normal arbeitest, du kriegst bloß kein Geld überwiesen. Du arbeitest ja eh nichts. Ganz normal, du machst deinen Job, jeder macht seinen Job. Wenn er keinen Job hat, macht er weiterhin keinen Job. Ohne, dass er in irgendeiner Form einen Pfennig Geld kriegt. Aber dafür im Gegenzug, egal was er macht, du lebst weiter wie du bist. Wenn du zum Bäcker gehst, holst du dir dein Brötchen, du gibst bloß kein Geld mehr hin. Wenn du zum Metzger gehst, holst du dir deine Wurst. Der Bäcker geht zum Müller, holt sich sein Müll. Es läuft alles, wir lassen nur das Geld weg. Es würde genauso weiterlaufen. Verstehst du, was ich meine? Wir lassen nur das Geld weg, aber jeder muss das tun, was er bis jetzt auch macht. Und jetzt kommt das große Problem, warum würde das nie funktionieren? Es ist die Gier. Weil plötzlich die nicht mehr arbeiten und dann gehen sie nicht mehr zum VW-Händler und holen sich nicht mehr in Golf, sondern draußen sofort zum Mercedes oder zum BMW-Händler, stellen sie einen großen SL. Ich könnte auch sagen, die Autofirmen können komplett weiterarbeiten. Es gilt auch, die Arbeit kriegt kein Geld. Aber die können auch zum Bäcker, zum Metzger, die Miete können es umsonst wollen, die müssen keine Miete überweisen, weil der Mieter, der das Haus vermietet, der auch seine Wurst und seine Kleidung holen kann, aber immer in dem Maß, wie es bisher auch gemacht hat. Es wäre nur diese Disziplin, dass du merkst, es würde genauso funktionieren. Das Einzige, wir müssten mit dem blöden Geld nicht mehr rummachen.